Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Shelia Stevens. Ich bin virtueller Coach und Online-Trainerin, unter anderem im Auftrag der Akademie für Führungskräfte. Und in letzter Zeit haben wir spannende Gespräche geführt, gemeinsam über das Thema, wie sieht Personalführung und Personalentwicklung in den nächsten 1 bis 2 Jahren aus. In diesem Videoblog-Beitrag werde ich unsere Gesprächsergebnisse mit Ihnen teilen und meine persönliche Erfahrung auch auf den Weg geben. Denn wir leben in einer veränderten Arbeitswelt, geprägt natürlich von technologischem Fortschritt. Und wir wissen, dass dieses physische Präsenz an einem festen Arbeitsplatz nicht mehr das Nonplusultra ist. Es wird immer leichter, gemeinsam sich online zu treffen, virtuell. Und das über Standorte hinweg oder von zu Hause aus. Und das ist eine Chance einerseits für Personalentwickler und Führungskräfte, denn Talente können überall dort eingesetzt werden, wo es gerade Sinn macht für das gesamte Unternehmen oder für ein einzelnes Projekt oder Vorhaben. Doch es kommen auch neue Fragen auf, nämlich, wie können wir alle Beteiligten rüsten für die virtuelle Kommunikation? Was bedarf es? Oder wie können Beratungs-, Führungs- oder Mitarbeiterentwicklungsgespräche gestaltet werden in diesem virtuellen Raum? Oder was ist mit unserem geliebten Vier-Augen-Gespräch? Wie kriegen wir das Vertrauen hin, auch in diese virtuellen Begegnungen? Und ich möchte Ihnen heute sagen, das geht, das ist alles machbar. Sie brauchen keine Angst haben oder keinen Schmerz erwarten von diesem Prozess. Und der Ben Hammersley hat dazu ein gutes Zitat. Der hat gesagt, der Schmerz kommt nicht durch die Veränderung, der Schmerz kommt durch den Widerstand, diesen Widerstand gegen die Veränderung. Und deswegen wollen wir gar nicht im Widerstand gehen, wir gehen mit der Entwicklung. Also, wenn Sie heute sagen können, ich habe jetzt oder demnächst zu tun mit Führungskräften, mit Mitarbeitern oder Teammitgliedern, die geografisch über verschiedene Standorte verteilt sind, dann könnten wir Sie einige wichtige Hinweise, Informationen und Tipps in diesem Blogbeitrag drin sein. Also, meine erste Erfahrungsaustausch oder Tipp wäre, schaffen Sie regelmäßig Zeit für persönlichen Austausch. Im virtuellen Raum gibt es natürlich keine Pausenräume, keine Flur, wo man sich trifft. Die Aufgabenfokussierung ist hoch. Man trifft sich meistens online zu vereinbarten Zeiten und konzentriert sich nur auf die Aufgaben. Dann, wenn es zu einem wichtigen persönlichen Gespräch kommt, wo es um ein Führungsgespräch geht, um Mitarbeiterentwicklungsgespräch, ist es klar, dass der Gegenüber dann, wenn es nur aufgabenfokussiert war bisher, das Gefühl hat, mein Gegenüber kennt mich gar nicht als Person. Also, lernen Sie diese Person persönlich kennen. Schaffen Sie Zeiten für informelle Gespräche via Chat oder auch virtuelle Kaffeepausen, wo Sie sich informieren über das echte Leben von Ihrem Mitarbeiter und betrachten Sie diesen als holistische Person. Tipp Nummer 2, es geht um Gruppen gegenüber Einzelpersonen. Wir sind natürlich auf Effizienz getrimmt. Wir wollen möglichst schnell zum Ziel kommen und daher rufen wir meistens im virtuellen Kontext alle zusammen und gehen unsere Aufgaben an. Dabei geht häufig der Einzelne verloren, wird vergessen, aus dem Augen, aus dem Sinn. Wenn ein Mitarbeiter nur gewohnt ist, mit Ihnen als Vorgesetzten oder Personalentwickler beispielsweise im Gruppengespräch zu sein, dann wird er sich komisch fühlen, wenn es plötzlich heißt, jetzt gibt es eine 1:1 Videokonferenz mit dem Chef oder mit dem Projektleiter beispielsweise. Denn er ist das gar nicht gewohnt. Und wenn das so ist, dann könnte ein bisschen Furcht aufkommen, so, oh, was ist jetzt? Normalerweise treffen wir uns in der Gruppe. Also schaffen Sie daher Zeiten und Raum sowohl für Gruppenmeetings online, aber auch im 1:1 mit einzelnen Mitarbeitern. Ich habe das früher gemacht in der Zusammenarbeit mit meinem virtuellen Team, das weltweit verstreut war bei Jigsawbox in London. Von Deutschland aus geführt habe ich das gesamte Team zusammengerufen für 1 Stunde jede Woche und dann habe ich mich jede Woche trotzdem mit jedem einzelnen 15 Minuten getroffen. Wählen Sie Ihren eigenen Rhythmus, vielleicht ist Ihnen eine Woche mit jedem Einzelnen zu viel, aber vielleicht auch nicht, müssen Sie gucken. Mein nächster Tipp bezieht sich auf die Systemkräfte. Also bleiben Sie im Puls der Systemkräfte, wäre der Tipp oder die Strategie. Was heißt das?
Wenn Sie als Personalentwickler gewisse Kulturen prägen möchte innerhalb von Ihrem virtuellen Team, eine gewisse Arbeitskultur oder Teamkultur, müssen Sie berücksichtigen, dass jeden einzelnen Ihrer Teammitglieder von einer internen Kultur beeinflusst wird, von Standort, wo Sie gerade sitzen. Oder aber, wenn Sie im Team jemanden haben, der in USA sitzt, in einer Rezession gerade war oder da rauskommt und wo Sparmaßnahmen am ganzen Standort herrscht, wird er oder sie als Führungskraft für das globale Team etwas vorsichtiger entscheiden, anders herangehen an die Sachen, obwohl vielleicht das globale Team viele Ressourcen, genügend und ausreichend Ressourcen zur Verfügung hat, weil er einfach noch in diesem Knappheitsgefühl ist oder von den internen Gegebenheiten am Standort beeinflusst wird. Mein Tipp an Sie: Informieren Sie sich stets und proaktiv über die aktuellen Gegebenheiten vor Ort. Fragen Sie Ihren Mitarbeitern, wie es steht an Ihrem Standort, wie Sie darüber denken, wie Sie darüber fühlen und wo Sie sich eingeengt fühlen deswegen oder wo Sie Chancen sehen deswegen. Bleiben Sie da proaktiv und berücksichtigen alle Kräfte, die auf Ihr gesamtes System des virtuellen Teams womöglich Einfluss hat. Und last but not least, bauen Sie ein umfassendes Netzwerk. Denken Sie dran, ein Mitarbeiter, was in Ihrem Team eine hohe Leistung bringt und glänzt in den kleinen Kreis seines virtuellen Teams, wird nicht unbedingt gesehen von der Außenwelt außerhalb des Teams. Doch Sie haben als Personalentwickler oder Führungskraft natürlich die Verantwortung und hoffentlich auch, ich denke schon, das persönliche Anliegen, dass Entwicklungschancen geschaffen werden. Daher schaffen Sie Visibilität und Vernetzung für Ihre einzelnen Mitarbeiter im virtuellen Team, sodass Sie in Kontakt kommen mit anderen Mitarbeitern, Führungskräften, Entscheidern, was auch immer, also Personen außerhalb von Ihrem virtuellen Team, sodass Ihr Begegnungshorizont erweitert wird und damit Ihre Entwicklungschancen wachsen. Das ist ganz wichtig. Das sind meine 4 Tipps für Begegnungen im virtuellen Raum und einen ersten Blick und Hinweise darauf, wie man Personalentwicklung und Personalführung im virtuellen Raum gestalten kann. Ich bin sicher, Sie nehmen eine wichtige Überlegung mit und eine ausführliche Beschreibung zu diesen Tipps finden Sie in dem textlich erfassten Blogbeitrag zu diesem Video. Ich bedanke mich herzlich und hoffe, wir sehen uns wieder online und zwar vielleicht bei der Akademie der Führungskräfte im Kurs, wo ich als Trainerin auftrete zu dem Thema Intensivkurs Online Coaching. Und wenn wir uns dort nicht sehen, dann im Netz, in einem weiteren Video, auf einem Blog, wo auch immer. Bis dahin, einen schönen Tag und frohes virtuelles Zusammenarbeiten. Tschüss!